In unserer Serie Landwirtschaft gibt heute eine Landwirtin aus St. Stephan ob Leoben Einblick in ihre Rinderzucht. Und sie verrät Homeoffice-kompatible Rindfleischrezepte. Die 10.000 oft kleinstrukturierten Rinderbauern kämpfen ums Überleben. Gastronomie und Großküchen fallen weg und geschlossene Grenzen dämmen den Export ein. Von all dem bekommen die Rinder von Monika Schachner nichts mit. Also unseren Hof gibt es jetzt schon seit 3 Generationen. Wir bewirtschaften den jetzt seit 30 Jahren. Ein kleiner Betrieb, mein Mann geht arbeiten und gemeinsam machen wir den Betrieb. Ihre 4 Mütterkühe grasen mit ihren Kälbern hoch über St. Stephan ob Leoben. Der Styre-Beef-Hof ist ziemlich unabhängig. Nur Biogetreide mit ein paar Mineralstoffen vermengt und Salz müssen zugekauft werden. Und durch das ja die Kälber bis zum Schluss immer Milch von den Kühen kriegen und dann das Gras und das Heu dazu fressen, ist das halt eine Top-Qualität. Für uns ist ja wichtig, dass uns die Landschaft erhalten wird, jetzt am Berg, dass die Wiesen alle beweidet werden. Und es ist nicht wirklich sinnvoll, dass man irgendwas auf dem Berg aufzahlt, kann man sagen, und dann wieder runter muss damit. Also es passt für uns, dass das so klein strukturiert ist. Weil Monika auch Seminarbäuerin ist und derzeit keine Kurse in den Kochschulen abgehalten werden können, zeigt sie uns jetzt 2 schnelle Rindfleischgerichte. Eine meiner Lieblingsgerichte, was wir heute machen werden, ist ein Styria-Beef-Rindfleischstrudel. Die Zutaten habe ich da schon hergekriegt dafür. Das Faschierte und die Zutaten werden angebraten und abgekühlt, mit Sauerrahm, Ei und Brösel gebunden. Diese Fülle kann man auch in einen fertigen Strudelteig geben. Dann 45 Minuten bei 160 Grad backen. Für einen schnellen Rindfleischsuppentopf wird das in mundgerechte Stücke geschnittene Fleisch angebraten. Also in meine Rindsuppen kommt der Rindfleisch rein, kann von der Schulter oder von Brustkern sein. Dazu kommt noch ein Wurzelgemüse, ein Lauch und dann braucht man es wirklich nur eine halbe Stunde kochen und es ist dann schon erledigt. Und mit Brot dazu wird es nicht nur an einem Tag im Homeoffice zu einer nahrreichen Hauptspeise.